Hallo, ich bin angehalten, das neue Licht auszuprobieren. Es blendet mich zwar wie nichts Gutes, ist aber recht dunkel, habe ich den Eindruck. Mal sehen, wie wir damit weiterverfahren. Ich habe aber auch was mitgebracht, und zwar zum Staffelpreise-Tool, eine kleine Erweiterung. Wer es haben möchte, für wen das relevant ist. Kurz zur Erinnerung, Staffelpreise-Tool nach Installation zu finden unter Artikel Staffelpreise zeigt für Artikel, für die Staffelpreise hinterlegt sind, selbige an, unterteilt nach Kundengruppen. Schauen wir uns den Artikel mit Artikelnummer Fruits Premium an. Das ist der Früchtekorb Premium. Für den sind für alle Kundengruppen Staffelpreise hinterlegt. Das ist das zweite Tool, dass die dann schon aufgeklappt sind. Sonst übersieht man die nämlich gerne, wenn es hier eingeklappt ist. Man sieht nicht, dass da Staffelpreise eingetragen sind. Und was das Tool macht, ist, Ihnen die Mühe zu sparen, wenn für alle Kundengruppen dieselben Staffelpreise gelten sollen, dass Sie die wirklich für alle Kundengruppen einzeln eintragen. Stattdessen tragen Sie die einmal für Gäste ein, zum Beispiel eben hier erstmal der Preis für Gäste, der Artikelpreis bei Erwerb von einem Stück und hier exemplarisch beim Kauf von zwei Stück wird der Artikel sehr viel günstiger. Kostet dann nur noch 5 Euro brutto. Das tragen Sie für Gäste ein, so viel Sie möchten, und übertragen das dann durch Klick auf diesen Button auf die anderen Kundengruppen, und zwar auf alle. Jetzt kann es ja sein, dass Sie für bestimmte Kundengruppen keine Staffelpreise haben möchten. Da gab es bisher keine Möglichkeit, die so einfach, wie Sie sie hinzugefügt haben, auch wieder zu löschen. Die neue Option hier unten, Staffelpreise löschen, ändert diesen Zustand. Löschen wir für die Kundengruppe Händler alle Staffelpreise. Jetzt gibt es zwei Optionen. Also Händler aktivieren ist klar das Kontrollkästchen. Alle Staffelpreise für ausgewählte Kundengruppen löschen. Staffelpreise sind dann definiert mit Anzahl größer 1. Das heißt, ein Preis, der für Händler eingetragen ist, wechseln wir nochmal zum Artikel. Dieser Preis hier ist dann kein Staffelpreis, sondern ein kundengruppenspezifischer Einzelpreis. Staffelpreis ist hier Stück 2. Das bewirkt dieser Button. Staffelpreise und Kundengruppenpreise löschen, löscht entsprechend auch die 19,95 €, die für einen Artikel bei Händlern eingetragen sind. Also alle Staffelpreise für ausgewählte Kundengruppen löschen. Schon mal beim Artikel. Händler, der Preis ist noch da, 19,95 €. Der Staffelpreis ab zwei Stück ist nicht mehr vorhanden. Wollen wir den auch löschen? Einfach die zweite Option wählen. Und so ist auch der kundengruppenspezifische Preis für Händler gelöscht. Bei Interesse an dieser Erweiterung, wenn Sie das Staffelpreise-Tool schon bei mir gekauft haben, einfach kurz anfragen, schicke ich Ihnen das Update kostenlos rüber. Wenn Sie es noch nicht gekauft haben, bitte ebenfalls kurz anfragen, falls Interesse besteht, dann nenne ich Ihnen den Preis. Bei Einverständnis schicken Sie mir bitte die Rechnungsanschrift und ich Ihnen Rechnung und Modul per E-Mail-Anhang.